Ja, willkommen zurück zum Mann mit dem langen Rüssel und dem Clown. Heute gibt's mal wieder eine Buttermesser-Action par excellence, ja. Aber im Rampage-Mode. Wir haben hier so ein paar One-Shot-Abilities am Start. Erkläre ich auf jeden Fall noch gleich. Ich höre Sachen. Hallo. Hi, Lori. Lässt du mich mal ganz nah an dich ran? Nur so ein bisschen. So, perfekt. Ist das dumm. William. William, kommst du her? Alter Mann. Warte mal, ich werde ihn blocken mit meinem fetten Ass. Der hat keine Chance, sich vorbeizusneaken. Yeah, Baby. Ja, ich habe nämlich dieses pinke Add-on, diesen Finger mit. Wenn wir es schaffen, Survivor damit direkt zu treffen, also mit unseren Flaschen, dann werden sie für die Dauer der Benebelung, One-Shot-Down war. Außerdem habe ich Make Your Choice. Das heißt, wenn jemand anders vom Haken abhakt, wenn ich 32 Meter, glaube ich, entfernt bin, dann wird dieser jemand, der den anderen gerade abgehakt hat, ebenfalls One-Shot-Down für 40 Sekunden auf dem Level oder so. Also ziemlich crazy. Habe ich ewig nicht mehr gespielt, vor allem so, dass ich meine, spiele jetzt Clowns sowieso nicht so oft. Warte mal. Ich will noch mal. Ich weiß, wir können warten auf Make Your Choice, aber ist immer so ein Risk and Reward Ding. Aber hey Kate, na, kennst du den schon? Ist das bescheuert, Alter. Ja gut, wir müssen zu unserer Verteidigung sagen, natürlich fühle ich mich dreckig, aber zwei Leute wissen es jetzt. Denen sollte das eigentlich nicht noch mal passieren. Immerhin müssen die uns ganz nah ranlassen. Das ist wie so ein bisschen wie wenn du mit Billy jemanden backreffen willst. So, du musst direkt in ihrem Nacken sitzen. Hallo. David. 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 Kennst du schon meinen Zaubertrick? Guck mal, das hat ihn zum Beispiel gar nicht getroffen. Jetzt muss ich ihn hitten. Oh ja, geh dahin gegen den Clown. Geh hier hin. Es gibt nichts, was an diesem Plan schief gehen könnte. Überhaupt gar nichts. Du bist quasi safe. Oh doch, ich hab nicht gehört. Passiert den Besten. Ja, so macht das Spaß, Alter. Beziehungsweise wahrscheinlich bin ich jetzt hier eher die Spaßbremse. Entgegen meines beruflichen Ansinnens, aber... So. Also, lass mal kurz hier verweilen. Und, Make Your Choice sich aktivieren lassen. Ich weiß nicht, wer das ist. Jetzt, let's go. Oh, wir sind unterwegs. Oh, ich weiß, wer es ist. Lori. Lori. Hallöchen. Ja, was für eine Psycho-Scheiße, Alter. Die deinstalliert das Videogame. Und ich kann es dir nicht verübeln, Mann. Ich bin übrigens ein bisschen müde, also... Für einige sprachliche Unzulänglichkeiten bitte ich auf jeden Fall um Verzeihung. Die machen auf jeden Fall Generatoren. Das ist ja was. Ich muss vielleicht mal langsam einen aus dem Spiel nehmen. Die Lori ist tot am Haken. Sonst außerdem David hing bloß noch die Kate. Also ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein soll. Ja, wir kriegen das hin. Make Your Choices vom Cooldown weg. Yo, Level 1 ist eigentlich besser, ne? Da kannst du öfters benutzen. David. David. Der Mann mit dem langen Rüssel ist da. Und der Clown. Oh. Oh, du kleines Popelchen. Hat er jetzt da gerade gedeadhearted oder so? Oh nein. Kein Decisive Striker. Huh? Wie sehr du dir wünschtest, dass du diesen Burg jetzt mit hast. Wäre wahrscheinlich eh schon vorbei. Ist das wahrscheinlich egal. So. Wen haben wir denn jetzt hier? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Bockmist. Ich glaube, ich bin ja falsch. Ach, verdammt. Oh. Die Lori hing eben gerade, ne? Warte mal, wer war das? Ah, so knapp. Ist gerade weg. Verdammt, hätte ich es mir mal gemerkt. William. Jetzt bist du aber dran. Jetzt spielen wir eine Runde, okay? Hey, what the fuck? Wow, Alter. Das war eigentlich smart, hier nicht zu bleiben gegen den Clown.
Oh, das ist weniger smart. Das ist so ziemlich das Gegenteil von smart, aber okay. Okay, nehme ich. William. Ah, oh mein Gott! What the fuck? Nice Medium Vault, Alter. Er war kein Medium Vault. Der hatte nur, der hatte Dings, Quick and Quiet, oder? I don't know, I don't... Ist auch egal. Was so ein Early Down ausmacht für den Druck, ne? Sind gleich fertig. Aber so viel Zeit muss sein. Pop Goes the Weasel tut dem Jen mächtig weh. Und damit auch dem ganzen Team. Oh Mann, das willst du nicht tun. Verdammt. Ich krieg dich! Ach, die arme Lori, Alter. Ja, dann versteckst dich doch aber da nicht. Wenn du halt 5 Milliarden Scratchmarks vorher hinterlassen hast. Halt so. Ich meine, da muss man nicht mal 1 und 1 zusammenzählen, dass du dahinter hockst. I'm sorry. So, Obsession lebt immer noch. Das heißt, wir kriegen immer noch Save the Best for Last Stacks. Weil sich einige wünschen, dass ich das immer mal erkläre. Dieser Perk ganz links, der macht, dass wir uns schneller von unserem Cooldown erholen, wenn wir jemanden schlagen. Oh, das hätte auch. Das hätte auch. Das hätte ja fast klappen können. Ah, Mist. Verzogen. Ich krieg dich noch. Oh, warte mal. Warte. Ja. Ja. Oh, der rennt weiter. Nee. Stop it. Tu das nicht. Komm. Lass uns doch den Spaß. Oh Gott. Oh, shit. Voll in den Nacken, Alter. Okay, es ist bescheuert. Ich korrigiere mich. Du hast in vielen Situationen nicht wirklich viel, Spielraum, dem zu entgehen. Wenn der Clown darauf aus ist, dich direkt zu treffen, dann wird er das irgendwie hinkriegen. Ist genauso wie beim Billy, aber... Ich meine, du hast immer noch ein Projektil, aber jemanden von weit entfernt zu treffen... Deswegen sage ich wie Billy nur ohne Charge. Es könnte sogar fast fairer sein als Billy One-Shot. Na. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sehen soll. Auf jeden Fall ist es... Ist es lange nicht so Bullshit wie die Instant-Äxte von der Huntress. So, Pop musste sein. Normalerweise würde ich das nicht empfehlen. Im Chase den Jen zu machen und ihn Distanz kriegen zu lassen, aber in dem Falle... Verdammt! Oh. Gut, die muss ich jetzt zerbrechen. Ich habe halt auch nicht wirklich bessere Perks, sag ich mal. Also gerade beim Clown. Das ist echt weitergerannt, ey. Oh. Was? Ich habe nicht getroffen? War ganz knapp daneben. Oh, der Deadheart! What the fuck? Diese initiale Distanz, Alter. Von 30 Zentimetern, die er da noch gut gemacht hat. Oh, du musst aber auch mal nach hinten gucken, Mann. Ich meine, es nützt nichts. So halt. Ich hätte ihn verlangsamen können. Easy peasy mit Clown. Und trotzdem nützt mir das halt nur was, wenn die Paletten nicht early droppen, weil ansonsten können sie mich halt trotzdem, gut, an der Struktur jetzt vielleicht nicht unbedingt so lange, aber halt, wenn die Survivor... Das Ding ist... Es ist immer so diese Frage. Viele versuchen, die Paletten zu sparen fürs Endgame, gehen sogar dafür down. Aber wenn du alle Paletten auf bestimmten Maps runterwirfst im Chase, und zwar so, dass du safe spielst als Survivor, dann verschwendest du bei vielen Killern so viel Zeit, dass es dem Team unglaublich viel nützt. Also ich sehe das immer ein bisschen anders so. Der Chase hätte wesentlich früher enden können, wenn ich alle Paletten down geworfen hätte und ich mich halt drum rumgehen lassen hätte.
Oh Gott, I'm sorry, Mann. Aber dich habe ich jetzt halt gefunden. Okay, komm, die ist mich. Ja, ich hätte das gerne vermieden, weil er ist nämlich tot. Und die, wer ist noch da? Kate. Die nehme ich, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir hier auf der Map zwei Tore, die wir nicht verteidigen können. Also nicht gleichzeitig zumindest. Ich glaube, sie kriegt die Hedge auf jeden Fall. Das ist jetzt auf gut Glück, wenn wir sie abpassen können. Vorausgesetzt, wir finden die Hedge, aber das hat sich auch erledigt. Davon war ich jetzt eigentlich ausgegangen. Ich habe die eben gerade echt nicht gesehen. Oh, die Tore gehen aber. Es könnte schlimmer sein, wenn die ganz gegenüber liegen würden. Ja, es ist trotzdem weit genug entfernt. Einmal hin und zurück ist wahrscheinlich schon so ziemlich offen. Ja, wir haben 8 Stacks, save the best for last. Vielleicht nützt das was. Natürlich nicht hier. Halt, wenn ich ungefähr wüsste, wo die Kate ist. Ich muss kurz hören. Nee. Wait. Schritte? Ich dachte, ich habe was gehört. Ich dachte, ich habe es rennen gehört. Ja, es war es eh. Das war wahrscheinlich der Generator, der da diese Spinnenarme drumherum hat. Manchmal sind die Sounds so ähnlich irgendwie. Ja, die ist jetzt mit Sicherheit hier. Hier und raus. Oh shit, Caitlin! What are you doing? Nope. Ich nehme die Punkte. I'm sorry. Ich weiß, das war jetzt vielleicht nicht die allerfairste Ausgangslage für euch, Schätzeleins, aber ich töte dich. Nimm's nicht persönlich. Du bist sicherlich ein wunderbares menschliches Wesen. Aber ich muss dich leider vernichten. Wow, Alter, das war lucky. Ich weiß nicht, wo sie rumgehangen ist. Wahrscheinlich auf der ganz anderen Seite der Map. Ach, das E-Glas davor. Ich wollte da durchwerfen. Naja, naja. Ja, ihr habt jetzt für alle Leute, die sich Clown gewünscht haben, die Rampage Edition bekommen. You should appreciate. Ja. Ja. Ziemlich average, das Game. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es hat mich durchaus belustigt. Und wir haben Value von unseren Perks bekommen, so. Von daher, Perks und Add-ons, also alles cool. Es kann nämlich auch komplett nach hinten losgehen. Dass du quasi gar nicht dazu kommst, halt dieses Finger-Add-on einzusetzen. Aber gut. Ja, das war nice. Das hat mir Fun gemacht, so mal zwischendurch. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen. Ist eine einfache, kostenlose Art, mich zu supporten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, hoffentlich. Bis dann, Leute. Haut rein und macht's gut.